kommen wir zum Programm des heutigen Abends. Harry wird heute eine Kurzform seiner Presseschau uns bieten. Und wir haben Gäste aus Dresden, deren Vortrag länger sein wird. Und ja, die Stelle werden sich dann selber vorstellen. Es geht also um die Plakataktion Jetzt erst recht von Querdenken 351. Und ich habe vor uns den Initiator gefragt, wie ich ihn vorstellen darf. Es reicht, sagt er, wenn du sagst, ich bin Pauli. Näheres würde euch dann selber berichten und ich denke, sich auch entsprechend vorstellen. Hinzuweisen wäre dann noch auf die Veranstaltung nächster Woche. Es konnte also wieder mal Paul Brandenburg gewonnen werden und Lutz Mennel. Und damit würde ich dann Harry das Wort übergeben. Ja, schönen guten Abend, also auch von mir. Herzlich willkommen zur Presseschau. Heute Montag, den 18. September. Zu Beginn eine Eilmeldung. Ab heute sind die neuen Corona-Impfstoffe verfügbar. Die Nebenwirkungen entsprechen denen der bekannten Impfstoffe. So der STIKO-Chef Thomas Grünewald. Na dann, ran. Ich hab's Auto voll. Wer möchte, kann sich anstellen bei mir. So, der eine Beitrag der Presseschau heute. Linke Treibjagd. Das erste Waterloo des Hinweisgeberschutzgesetzes. Der politisch-mediale linksgrüne Komplex betreibt ungerührt sein altes Gesellschaftsspiel. Fangt den Nazi. Beispielgebend hier die Affäre Aiwanger, den bayerischen wie auch bundesweiten Chef der Freien Wähler. Man muss ihn nicht mögen. Er trug ungerührt die Restriktionen des Corona-Regimes von Söder mit und trieb ebenfalls die Verschandelung der Landschaft durch Windräder mit voran. Doch wegen seiner Rede im Juni in Erding wurde er als Sicherheitsrisiko identifiziert. Er hatte sich gegen das Heizungsgesetz und damit gegen ein Element der grünen Transformation gestellt. Der nun folgende Angriff linksgrüner Hetze ist an Perversität nicht zu überbieten. Man suchte und fand das Musterexemplar eines Denunzianten. Ein ehemaliger Lehrer von Aiwanger lieferte der Süddeutschen Zeitung, was sie brauchte. An allen Dienstvorschriften vorbei lieferte er eine längst abgegolene Jugendsünde, ein Blatt mit antisemitischen Äußerungen und versuchte noch, ehemalige Mitschüler gegen ihren alten Kameraden aufzuhetzen. Doch die Aktion wurde ein Rohrkrepierer. Gegen den ehemaligen Lehrer wurde Dienstaufsichtsbeschwerde eingereicht. Er kann sich nirgendwo mehr sehen lassen. Selbst das Hinweisgeberschutzgesetz hilft ihm jetzt nicht weiter. Nach dem gescheiterten linksgrünen Angriff ist nun die Glaubwürdigkeit der Süddeutschen Zeitung in Gefahr, sondern auch die der gesamten Presse. Die Umfragewerte von Aiwanger und den Freien Wählern erreichen nie gekannte Höchststände. Wir stehen hinter dir, auch wenn von vorne und hinten Dreck auf dich geworfen wird. So der parlamentarische Geschäftsführer der Freien Wählerfraktion. Ein hoffentlich deutliches, warnendes und abschreckendes Signal, was mit Denunzianten passieren kann. Danke für eure Aufmerksamkeit. Sommer würde ich mich bei euch oder wir uns aus Dresden von Querdenken 351 bei euch mal anmelden, vorstellen. Danke an Peter für die Einladung.
Wir sind seit 1920 auf der Straße. Wird bei euch nicht anders sein. Es geht heute in meiner Rede mit unserer Plakataktion Standpunkte um die Corona-Zeit, um die Aufarbeitung der Corona-Zeit. Ihr werdet das sicherlich mitbekommen haben. Corona ist vorbei und viele Menschen oder die meisten Menschen in unserem Land gehen damit um, als wäre diese Pandemie, diese Maßnahmen, die da durchgeführt wurden, wären eigentlich nie da gewesen. Und das macht uns ein bisschen Angst. Deswegen ziehen wir mit dieser Plakataktion durchs Land, um die Leute aufzuwecken, vielleicht zum Nachdenken anzuregen. Ich kann natürlich heute nicht alle Sachen ansprechen, die während der Corona-Pandemie in diesem Land oder europaweit schiefgelaufen sind. Aber einen Teil möchte ich euch heute noch mal ins Gedächtnis rufen. Und wie gesagt, wir hoffen, dass einige Leute im Umfeld noch aufwecken. Kurt Biedenkopf, vielen den Begriff nehme ich mal an, hat mal den Spruch gebracht, dieses Land braucht Querdenker. Besser kann man es nicht andeuten, sage ich mal. Das ist am Ende, Querdenken ist keine politische Einstellung, sondern das bezeichnet eigentlich Menschen, die auch außerhalb des normalen Schubladendenkens handeln und fühlen. Wir stehen heute hier, wie gesagt, um 2,5 Jahre Corona-Zeit aufzuarbeiten. Auf den ersten Plakaten sieht man es, Corona ist nicht schlimmer als eine Grippe. Corona fing im Endeffekt laut offiziellen Darstellungen in China mit dieser Fledermaus an. War weit weg. Ja, damals haben wir alle noch gelacht. Später dann nicht mehr. Es war eine normale Grippe im Endeffekt in China. Weit weg. Doch je näher das Coronavirus nach Europa, nach Deutschland kam, umso schlimmer wurde es in der Politik, umso schlimmer wurde es in den Mainstream-Medien. Auf einmal wurde aus diesem normalen Grippevirus dank einer Mutation, dieses Schlagwort kennen wir von Herrn Lauterbach, von Herrn Spahn, Mutation, auf einmal wurde aus dieser ganz normalen Grippe mehr oder weniger fast die Pest, kurioserweise. Die Fallzahlen, wenn wir uns die mal anschauen, für die letzte Grippewelle von 2017-18 forderte ungefähr 20.000 bis 25.000 Tote in 3 Monaten. Hatten wir fast alle 2-3 Jahre, wird jeder wissen. Man hat nie was davon in der Presse gehört. Es tut ihm jeden Toten leid, aber das gehört nun mal zu unserem Leben dazu. Während Corona-Zeit, Corona-Pandemie 2020, hatten wir 9.000 Tote in 6 Monaten. Also wir hatten nicht mal die Hälfte an Toten in der doppelten Zeit. Da kann irgendwas nicht stimmen. Oder hat irgendwas nicht gestimmt. Wie gesagt, jeder Tote, um den ist es schlimm. Aber nicht mal die doppelten Toten in der halben Zeit. Da konnte irgendwas nicht stimmen. So. Es wurden damals schon Stimmen laut. Wir erinnern uns alle, nehme ich mal an die großen Demonstrationen in Berlin, wo mit Wasserwerfern etc. aufgefahren wurde, weil einige Leute anfingen zum Nachdenken. Und das durfte natürlich auf keinen Fall sein. Das Problem ist, dass inzwischen durch mehrere Studien, wie ihr lesen könnt, belegt wurde, offizielle Studien, nicht mal auf irgendwelchen Fake-Seiten, sondern offizielle Studien, dass Corona im Endeffekt ist und bleibt eine Grippe mit schwerem Verlauf, ist okay, aber es bleibt im Endeffekt eine Grippe. Auch wenn im Endeffekt die Post- oder Long-Covid-Symptome bis heute nachhallen. Aber selbst mit diesen 2 Schlagwörtern, Post-Covid, Long-Covid, wird uns neuerdings schon wieder etwas vorgegaukelt, dazu aber dann gerne mehr. Kommen wir zum nächsten Kapitel der Corona-Zeit, die Maskenpflicht. Mutti Merkel, damals noch Kanzlerin ihres Zeichens, fing an, uns Älteren, wie wir hier stehen, erklären zu wollen, wie man sich bei einer Grippewelle verhält. Jetzt weiß ich nicht, wie es Ihnen geht, aber ich habe sowas bei Mami, Papi, Omi, Obi im Kindergarten der Schule gelernt. Ich brauche dazu keine Bundesregierung oder keine Frau Merkel, die uns erklärt, wie man sich dabei verhält. Um uns vor der Ansteckung mit dem Virus zu schützen, sollten wir ganz am Anfang Schals über Mund und Nase ziehen oder irgendwelche Tücher. Ein paar Wochen später wurde daraus die wunderbare OP-Maske, jeder wird sich erinnern.
So, aber wie der Name schon sagt, OP-Maske, weiß ich nicht, was eine OP-Maske mit dem Schutz vor einer Erkältung oder vor einer Grippevirus zu tun hat. Aber das Kuriose an der Sache war, der Schal war noch freiwillig, die OP-Maske wurde dann zur Pflicht. Man zwang uns die Maske regelrecht auf, das ging ja schon gar nicht mehr ohne dann. Wieder wurden einige Menschen stutzig in diesem Land. Aber der richtig große Schlag kam dann eigentlich, als aus der OP-Maske die FFP2-Maske wurde. Wie der Name schon sagt, FFP2-Maske ist eigentlich mehr für Feinstäube etc. gedacht. Die hat eigentlich mit einem Virus, mit einer Virusgrippe oder einem Schutz vor Virus überhaupt nichts zu tun. Und das sind alles Sachen, sage ich mal, die konnte sich jeder damals aus dem Netz ziehen, wenn man sich die Beschaffenheit ganz einfach, alleine die Beschaffenheit einer FFP2-Maske anschaut, hätte man wieder stutzig werden müssen. Nach deutschem Standard, sage ich mal, muss eine FFP2-Maske Partikel aus der Atemluft filtern von einer Größe von 0,6 Mikrometer. 0,6. Ein Viruspartikel, Coronavirus, Grippevirus, hat eine Größe von 0,12 Mikrometer. Da braucht man eigentlich nicht weiter zu sagen. Also da fehlen 0,5 Mikrometer. Das Virus macht, was es will. Es kommt einfach durch. Ganz abgesehen davon gab es und gibt es bis heute keine einheitlichen zertifizierten Standards für diese FFP2-Masken, auch für die OP-Masken nicht. Das heißt, jeder, der irgendwie sich dazu in der Lage fühlt, so eine Maske herzustellen, kann das machen. Kein Mensch weiß, was in diesen Masken drin ist, was man einatmet. Man könnte sich aus dem Fenster lehnen und sagen, wenn ich nicht am Virus sterbe, dann sterbe ich an der FFP2-Maske. Das Problem an der Sache ist aber, wir mussten die generell alle tragen. Es ging ja dann gar nicht mehr ohne. Im Beruf, in der Freizeit, in Altenheimen, Krankenhäusern. Ich kann mich noch erinnern, mein Sohn wohnt in Baden-Württemberg. Der hat mich dann zu der Zeit, wo dann die Lockdowns vorbei waren, hat er mich besucht. Das heißt, das Kind war damals 12 Jahre. Er musste 6 Stunden lang diese Maske im Zug aufhaben. Weil der Schaffner alle Nase lang zusammen genießt hat, muss ich sagen, wenn er das Ding mal runtergezogen hat. Und jetzt guckt man sich mal alleine die Tragezeiten laut deutschem Arbeitsrecht an. Die Tragezeit für eine FFP2-Maske, und ich bin Selbstständiger, ich mache Tatortreinigung, ich weiß, wovon ich rede. Die Tragezeit beträgt 70 bis 100 Minuten. Danach ist eine Pause vorgeschrieben, wo ich mir Arbeitgeber dran halten muss. Die Kinder in der Schule, wir auf Arbeit, mussten die Maske stundenlang tragen. Wenn wir Glück hatten, hatten wir mal eine Pause. Wenn wir Pech hatten, hatten wir keine Pause. Das sind Sachen, wo man einfach in unsere Lebensweise, in unsere Jobs eingegriffen hat. Und so kann es eigentlich nie weitergehen. Die Leute fingen damals schon an, sich zu diffamieren. Hast du keine Maske auf? Gingst du irgendwo einkaufen? Wir haben es gerade bei dem Lied Querdenken gehört. Gingst du ohne Maske einkaufen, ohne diesen Wagen einkaufen? Wurde man angeschissen, man wurde diffamiert, die Leute gingen sich selber an, was eben heute, sage ich mal, ja unklar ist. Man hat sich gegenseitig vor dem Laden oder im Laden angebrüllt. Wenn man sich überlegt, was unsere Regierung damals alleine mit der Maskenpflicht schon mit sich erlaubt hat, kann eigentlich gar nicht sein. Dazu kommt der Fakt, der Herr Spahn, wie wir alle wissen, hat damals Millionen von diesen FFP2-Masken bestellt, natürlich auf Steuergelderkosten. Natürlich auf Steuergelderkosten, und der Herr Spahn war damals so clever, er hat die 4,50 Euro Kaufpreis vorgegeben. Die Herstellung einer OP-Maske, einer FFP2-Maske kostet ungefähr 1,20, 1,30. Die Händler haben sich, dumm und dusselig verdient. Und der Herr Spahn hat hier unsere Steuergelder rausgeschmissen für Millionen Masken, die heute noch zum Teil in Warenlagern liegen, die verrotten. Und wir alle haben die ganze Chose mitbezahlt. Zum Beispiel hätte man den Welthunger stoppen können. Und einige Sachen mehr. Alleine in unserem Land, wir brauchen Steuergelder für Bildung etc. Brauchen wir nicht drüber reden. Dies alles, wie gesagt, über die Sinnlosigkeit dieser Maskenpflicht, wurde mittlerweile durch die Cochrane-Studie auch offiziell bewiesen. Damit komme ich zum nächsten Thema von unserem Herrn Lauterbach. Kita- und Schulschließung. Herr Lauterbach, damals noch Gesundheitsexperte der SPD, Herr Spahn, viele Politiker, sogenannte Experten, die hatten wir ja dann genügend im Land,
waren damals dafür, diese Einrichtungen zu schließen, obwohl nach eigenen Angaben, auch Angaben des RKI, damals schon bekannt war, dass Kinder und Jugendliche nicht so stark für das Coronavirus anfällig waren oder sind wie ältere Menschen. Dazu kommt, gerade Kinder, das wissen wir alle, brauchen die sozialen Kontakte mit anderen Menschen, mit ihren Freunden. Diese ganze Schulschließungen und Kitaschließungen haben natürlich Kinder in ihrer frühkindlichen Entwicklung sehr stark gestört, was man mittlerweile sich, sag mal, bei vielen Kindern in Sprache, Feinmotorik und Verhalten äußert. In den Schulen kommt dazu, dass wir vor Corona schon erheblichen Rückstand in den Lehrplänen hatten. Mittlerweile durch die Schulschließungen gibt es in den Schulen so einen Rückstand in den Lehrplänen, dass es für viele Kinder gar nicht mehr machbar ist, diesen Rückstand irgendwann mal wieder aufzuholen. Wir werden das in einigen Jahren merken, wenn die Kinder, die damals in der Schule waren, dann irgendwann mal in die Lehre, ins Studium etc. kommen. Wie gesagt, schon jetzt machen sich die sinnlos angeordneten Maßnahmen im Sozialverhalten vieler Kinder bemerkbar. Aber Herr Lauterbach hat ja inzwischen offiziell zugegeben, dass die Maßnahmen überzogen waren. Das klingt jetzt ein bisschen nach Entschuldigung von Herrn Lauterbach. Allerdings, schön wäre es ja, Schmerzensgeld. Allerdings muss man jetzt zu diesen Aussagen Herrn Lauterbachs hinzufügen. Herr Lauterbach sagte in einem Interview ein paar Monate vor Corona zum Thema Adipositas, und jetzt der Spruch ist sehr interessant von Herrn Lauterbach: Die Wahrheit führt in vielen Fällen zum politischen Tod. Das sagt ein Politiker. Ich lasse das mal so im Raum stehen, ich meine, mehr muss man dazu nicht sagen, oder? So. Schon damals haben wir, wie gesagt, geäußert, dass die Maßnahmen völlig überzogen waren, was mittlerweile Herr Lauterbach, Herr Wieler, Herr Kretschmer mittlerweile auch offiziell zugegeben haben. Hier ist das Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Der Rechtsstaat der Demokratie in Deutschland befindet sich in Auflösung. In vielen Bereichen des öffentlichen Lebens wird das immer offensichtlicher. Auch die einst vorbildliche Justiz scheint im Rahmen der Aufklärung zur verhängnisvollen Corona-Politik nur noch willkürliche Urteile zu verhängen. Während Kinderschänder aus dem Umfeld der katholischen Kirche nicht mal angeklagt werden, werden immer mehr Menschen mit einer politisch anderen Meinung unter einem konstruierten Vorwand eingesperrt. Die unrechtmäßige Inhaftierung von Michael Ballweg, dem Gründer der Friedensbewegung Querdenken und bekanntester politischer Häftling in Deutschland, ist nur ein Beispiel dafür, dass die Meinungsunterdrückung immer weiter um sich greift. Immer transparenter wird auch, dass ein öffentlicher Diskurs vermieden werden soll, wenn es um Fehlentscheidungen von Politikern geht. Und wird durch kritisches Hinterfragen der Bürger unbequem? Zeichnet ihn die Presse als rechtsextrem? Ist das noch objektiver Journalismus? Informieren Sie sich über die wahren politischen Zusammenhänge bei den neuen alternativen Medien im Internet, wie zum Beispiel beim unabhängigen Nachrichtensender auf 1TV. Auf 1TV ist die neue Tagesschau. Kommen wir zum nächsten Punkt der ganzen Corona-Pandemie, Demoverbot und Ausgangssperren. Als die kritischen Stimmen von uns, von euch, damals immer lauter wurden, fiel Berlin der nächste Schritt zur Kontrolle ein. Demoverbote, Ausgangssperren und dieser wunderbare 15-Kilometer-Radius. Wie schon erwähnt, brauchen Menschen vor allem die sozialen Kontakte. Kinder haben damals auch nicht verstanden, warum sie nicht auf dem Spielplatz dürfen, nie zu Freunden, nie in den Wald. Die haben damals wieder mehr an den Maßnahmen gelitten als am Virus selbst. Die Zahl der Maßnahmekritiker wurde immer größer. Ihr werdet sicherlich noch die Zahlen der Demo-Teilnehmer damals im Kopf haben. Zehntausende waren auf der Straße. Um das Ganze, sagen wir, wieder in den Griff zu kriegen, sperrte man uns ein, Ausgangssperren, Lockdowns, 15 Kilometer Bewegungsradius, Besuchsverbote, und das ist das Schlimme dran, Besuchsverbote in Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen. Man sperrte uns ein mit der Begründung, alles zu unserem eigenen Schutz. Das Lustige oder Nicht-Lustige an der Sache war, wir durften nicht raus, wir durften keine Freizeit genießen, aber wir durften nichts arbeiten gehen. Also Steuergelder durften wir arbeiten, aber Freizeit fiel aus. Viele Alte und Kranke starben damals völlig vereinsamt, Pflegeheim, Krankenhaus, und ohne ihre Angehörigen nochmal sehen zu dürfen. Den Angehörigen ging es im Endeffekt nie anders. Sie saßen zu Hause,
durften sie ihre sterbende Oma, sterbende Opa, Mama, Papa, durften da keine Sterbebegleitung machen. Und kann man sich vorstellen, das brauche ich Ihnen nicht erzählen, sowas hinterlässt einfach Spuren auf der menschlichen Seele. Das geht nie anders. Das kann man doch mit Geld nie wieder aufwiegen oder mit Entschuldigung. Das sitzt einfach tief. Da geht nichts dran vorbei. Nach neuesten Studien der AWO und Krankenkassen, und diese Studien liegen der Frau Staatssekretärin Neukirch vom Sozialministerium vor, sie wurden auch offengelegt. In diesen Studien heißt es, Schutzmaßnahmen wie Isolation, Quarantäne in der stationären Pflege waren kontraproduktiv. Die Isolation von Senioren hat weitreichende Folgen. Viele Alte verstanden den Sinn nicht, fühlten sich weggesperrt, bekamen Depressionen oder starben grausam an Vereinsamung. Teilweise kam es durch diese Maßnahmen zu personellen Engpässen. Die weitere Folge davon war, es konnte keine ordentliche Sterbebegleitung gewährleistet werden. Man nahm uns damit nicht noch sämtliche Rechte an unsere Freiheiten. Und das Schlimme an der Sache ist, man verstieß bewusst, ich wiederhole bewusst, gegen das Grundgesetz, gegen unsere Freiheit. Das Grundgesetz bildet die Grundlage unseres Zusammenlebens. Und das wurde in dem Fall mit Füßen getreten. Die Menschen fingen an, sich weiterhin oder noch mehr zu diffamieren. Familien, Freundschaften, kollegiale Zusammenhalt brach auseinander. Es wurde hier ganz einfach mit der Angst der Menschen gespielt. So nach dem Motto, halte ein Volk in Angst und Schrecken, du kannst es ganz einfach besser kontrollieren. Der nächste Schritt in der ganzen Corona-Pandemie war natürlich dann die Lösung des Problems, die Impfung. Die ist ja jetzt wieder aktuell, ne, haben wir ja vor uns gerade gehört, wir können uns ja die neuesten Impfungen jetzt abholen. Vielleicht gibt es wieder eine Bratwurst oder eine Eintrittskarte zum Roland-Kaiser-Konzert. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Zumindest nach einem halben Jahr Entwicklungszeit kam damals ein Impfstoff auf den Markt ohne ausreichende Tests, ohne Studien und wurde uns von Politik, RKI und sonstigen Experten als das Heilmittel schlechthin angepriesen. Es wurden sogar damals die Zulassungskriterien EU-weit geändert, nur um dieses Mittel unbedingt auf den Markt zu bringen. Und ganz nebenbei, fast unbemerkt, wurden damals mit den Pharma-Riesen Verträge abgeschlossen, in denen drinsteht, dass jegliche Haftung des Herstellers ausgeschlossen ist. Also, sag mal, schlimmer geht's eigentlich nicht mehr. Ich bringe ein Mittel auf den Markt ohne Tests und dann lasse ich die Regierung noch unterschreiben, dass ich aus der Haftung raus bin. So. Aus der Politik war zu hören, ganz am Anfang, es schützt uns vor Ansteckung. Später sollte es dann vor einem schweren Verlauf schützen. Als nächstes kam dann, es schützt uns vor der Weitergabe des Virus. Das Seltsame an den ganzen Maßnahmen war damals, dass die Zahl der Geimpften stieg, aber die Inzidenzen nicht fielen. Egal wie man RKI in Berlin hin und her rechnete, die Zahl der Corona-Toten stieg trotzdem weiter, obwohl die Zahl der Geimpften angeblich immer weiter stieg und stieg. Dazu kam, immer mehr Geimpfte steckten sich mit Corona an. Ich habe es in der eigenen Familie erlebt, dreimal geimpft, zweimal innerhalb vom Vierteljahr Corona gehabt. Irgendwie ist es sehr eigenartig. Es kam damals schon zu den ersten Impfschäden. Und unserem Herrn Gesundheitsminister fiel nichts weiter ein, als uns eine zweite, dritte Impfung und die Boosterimpfung aufdrücken zu wollen. Wieder fragten sich einige Leute, warum? Warum ist dieser Druck so groß auf die Bevölkerung, dass wir uns alle impfen lassen sollten? Ich nehme an, sicherlich nicht, weil das Mittel so wirkte, wie es eigentlich mal versprochen war, sondern im Gegenteil. Mittlerweile liegt die Dunkelziffer der Impfschäden und Impftoten fast bei der Zahl der Corona-Toten. Und wieder versucht man uns hier zu belügen, ich habe es vorhin schon mal angesprochen, viele Impfgeschädigte werden jetzt in die Sparte der Long-Covid- und Post-Covid-Patienten gesteckt, nur um der Angelegenheit aus dem Weg zu gehen, dass irgendwelche Leute hier Regressforderungen oder Impfschäden anmelden, für die der Staat dann aufkommen muss. Da schickt man die ganz einfach in die Long-Covid-Patientenreihe und damit sind sie aus der Statistik raus. Also man bescheißt uns hier auf Deutsch gesagt schon wieder. Mittlerweile ist die Nichtwirksamkeit der mRNA-Impfung wurde mittlerweile selbst durch Bill Gates und selbst dem Erfinder der mRNA-Impfstoffe wurde das offiziell bestätigt, dass die Wirksamkeit nicht so gegeben ist, wie uns vorgegaukelt wird.
Damit kommt der nächste Punkt. Ihr seht es auf den Plakaten. Schäden durch die mRNA-Impfung. Wie schon erwähnt, die Zahl der Geimpften, die über Nebenwirkungen klagten, stieg an. Entgegen allen Beteuerungen der Regierung und der Pharmaindustrie, es gäbe keine Nebenwirkungen bei der Impfung. Menschen starben plötzlich unerwartet ohne Vorerkrankungen. Man versuchte dies zu vertuschen, indem man damals Obduktionen verboten wurden, Einäscherungen gegen den Willen der Hinterbliebenen durchgeführt wurden, um nur einige Maßnahmen zu nennen. Es häuften sich Fälle von Herzinfarkten, Lungenembolien, Thrombosen, chronische Erschöpfungszustände, Schlaganfälle und so weiter. Das, wie gesagt, ist, die Liste ist endlos lang von den Impfschäden, die dann auftreten oder Nebenwirkungen, die auftreten. Stimmen wurden laut, Ärzte, Klinikpersonal, Pathologen äußerten sich dazu. Von politischer Seite wieder mal nur abwiegeln, herunterspielen, das wäre da alles nicht so. Pfizer, einer der großen Pharma-Riesen, hat vor ein paar Monaten vor einem amerikanischen Gericht die Geheimhaltung seiner Akten zu den mRNA-Impfungen beantragt. Leider hatte Pfizer ein bisschen Pech. Das amerikanische Gericht hat die Geheimhaltung dieser Akten abgelehnt. Inzwischen sind Teile davon bekannt. Wenn man sich im Internet kundig macht, in diesen Teilen, die bekannt sind, steht auch drin, dass man Pfizer und nehmen an, die anderen werden sich definieren. In diesen Tatsachen steht drin, dass im Vorfeld von diesen Nebenwirkungen gewusst wurde, beziehungsweise man einfach davon ausging, dass diese auftreten und man hat sie einfach in Kauf genommen. So, nur hat Pfizer, wie gesagt, ein bisschen Pech gehabt, dass die Akten nicht unter Verschluss gehalten werden. Es ist mittlerweile bekannt, dass die Pharma-Riesen uns Menschen mehr oder weniger als Versuchskaninchen genutzt haben. Bessere Laborratten kann man, glaube ich, nicht haben, oder? Das Problem ist aber, viele Menschen haben sich im guten Glauben, oder ich habe es bei mir in der Familie erlebt, aus Angst um den Job, damals ganz einfach die Impfung geben lassen. Und viele stehen jetzt mit dem Problem allein da, die haben Impfschaden, keiner kümmert sich drum. Und so kann es eigentlich nicht sein. Die AfD hat zum Beispiel in Dresden mittlerweile dreimal einen Antrag in den Stadtrat eingebracht. Es sollte doch in Dresden, der Landeshauptstadt, eine Anlaufstelle für impfgeschädigte Menschen geben. Nicht nur die AfD. Aber in Dresden ist die AfD gewesen. So, jetzt dürft ihr alle mal raten. Drei Anträge? Abgelehnt. Genau so sieht's aus. Alle drei Anträge wurden abgelehnt. Ich habe die Liste gesehen von den Menschen, die Impfschäden in Dresden angemeldet haben, weil die Liste ist ellenlang, weit über 200. Die wenigsten davon wurden angenommen. Wenn man die Begründungen liest, mit denen die Anerkennung der Impfschäden abgelehnt wurde, da sträuben sich einem die Haare. Da fällt einem nichts mehr dazu ein. Die Menschen werden hier allein gelassen. Die stehen alleine da, ohne Hilfe, ohne alles, wenn man hier irgendwo im Freundeskreis jemand hat. Es ist einfach schlimm, was mit uns damals abgezogen worden ist. Kommen wir zum wichtigsten Thema dieser ganzen Corona-Pandemie. Kommen wir mal zur Aufarbeitung dieser ganzen Sache. Ärzte, Politiker, andere Beteiligte, unter anderem muss ich sagen auch der Handwerkskammerchef von Dresden, die haben sich öffentlich, Fernsehen, Rundfunk, Presse, für eine Einführung der Impfpflicht eingesetzt. Wir gehen trotzdem nicht. Auch wenn, sagen wir, damals schon bewusst war, das ist ganz schlimm von euch, ihr seid böse, bekannt war oder gemungelt wurde, dass die, welche Nebenwirkungen diese Impfungen haben, die haben uns trotzdem weiter gedrängt und jetzt ist ja schon wieder zu hören, wir sollen impfen gehen. Das Kuriose ist, wir stehen vor dem Wahljahr und sehr viele Politiker, Herr Kretschmer, Herr Söder, wie sie alle heißen, hängen jetzt auch her. Der Helbig von Handwerkskammerpräsident von Dresden, wie gesagt, hängen jetzt die Fahnen in den Wind, wollen von ihren ganzen Äußerungen einfach nichts mehr wissen. Aber nicht mit uns, muss ich ehrlich sagen. Sie haben sich damals dafür eingesetzt, dafür sollen sie am Ende bestraft werden. Einige von Ihnen haben sicherlich dieses Interview von Herrn Kretschmer im Fernsehen mal gesehen, in dem er sagte, es sind in dieser Zeit, ich zitiere der Herr Kretschmer, es sind in dieser Zeit sehr, sehr viele Ungerechtigkeiten passiert. Man kann dies nicht ungeschehen machen, aber man kann offen darüber reden und es sich nicht gegenseitig so aufzurechnen. Aber er hat unbedingt Schuld. Sorry, aber im Endeffekt klingt das doch nach, sprich, vergeben und vergessen, oder? Nee. Das fällt aber aus, muss ich Ihnen ehrlich sagen. Ich habe Herrn Kretschmer vor ein paar Wochen auf seiner
Grillparty mit der neuen zukünftigen eventuell Bürgermeisterin in Pirna erlebt. Dort wurde ihm die Frage gestellt, ob es nicht an der Zeit wäre, die damals ausgesprochenen Ordnungswidrigkeiten, Bußgeldverfahren etc., ob es nicht an der Zeit wäre, diese jetzt rückwirkend zu ändern, die Bußgeldverfahren fallen zu lassen, beziehungsweise ein, mehr oder weniger einen Generalerlass dazu rauszugeben und das Klima der Verfolgung der Menschen von damals zu beenden. Was meint der Herr Kretschmer? Wir leben in einem Rechtsstaat, oder? Also ich muss ehrlich sagen, ich war da an dem Punkt, ja, Herrn Kretschmer irgendwas zu sagen. Ich habe mir das dann verkniffen. Also, ja, keine Ahnung. Aber er hat ein bisschen Recht. Wir leben in einem Rechtsstaat. Und genau dieses Recht für unsere Freiheit, für die damals durchgeführten Maßnahmen, dieses Recht fordern wir jetzt ein. Wir wollen Politikerhaftung für alle, die damals dran beteiligt waren. Ärzte, Klinikchefs, Politiker, es ist egal. Wir fordern deshalb die lückenlose Aufklärung der Corona-Zeit, die Aufarbeitung der rechtlichen Fehlentscheidung gegenüber den Kritikern, Bestrafung aller an den Maßnahmen Beteiligten, egal Ärzte, Politiker, Beamte, Polizisten, Reporter, spielen da alle mit einer Rolle. Wir fordern die Einrichtung von Anlaufstellen für Maßnahmengeschädigte, Impfgeschädigte und deren Angehörige, finanzielle Beteiligung des Staates an der Aufarbeitung, finanzielle Hilfen für die Geschädigten und das natürlich bitte mit Beteiligung der Pharmaindustrie. Das ist, sagen wir so, für die Toten käme diese Hilfe, wenn sie denn mal eintritt, für die Toten käme diese Hilfe zu spät. Aber das Geld, der Rechtsspruch hilft vielleicht den Angehörigen oder den Hinterbliebenen mit der ganzen Sache vielleicht doch mal abzuschließen, die Trauer zu bewältigen, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Dass das alles natürlich noch Jahrzehnte dauern wird, das dürfte uns allen bewusst sein. Ich möchte nur betonen, es wird im Endeffekt nicht mit uns, es wird nicht vergeben, es wird nicht vergessen. Dafür werden wir weiterhin mit unserer Aktion durchs Land ziehen. Dafür werdet ihr weiterhin noch montags auf die Straße gehen, wir in Dresden. Bevor jetzt, sage ich mal, wirklich wir in ein falsches Lager geschoben werden, wir würden nur meckern. Ich möchte hier extra nochmal betonen, wir bleiben natürlich weiterhin im Dialog mit der Politik. Wir fordern den offenen Diskurs zu seinem neuen Zusammenhalt und Zusammenarbeit über diese Zeit mit der Politik. Wir sind jederzeit bereit, darüber zu reden. Vielen Dank fürs Zuhören. Ja, liebe Freunde, es ist schon lange her, wo dieser ganze Wahnsinn begonnen hat. Wir haben es gerade gehört. Andererseits ist die Zeit aber sehr kurz gewesen, letzten 3 Jahre, was da alles wir ertragen mussten, beziehungsweise was man uns zugemutet hat, wenn ich alleine an die 66 Corona-Verordnungen denke. Und das Schlimme ist, dass das haben viele mit sich machen lassen. Ihr natürlich nicht, ihr auf diesem Marktplatz steht hier. Aus dem Grunde finde ich es gut, dass die Aufarbeitung, auch wenn sie etwas lange war, dass wir das alles nochmal passieren lassen konnten, damit sowas nicht wieder passiert. Vielen Dank an Pauli und seine Schilderdemo nach Dresden. Habt ihr nochmal einen großen Applaus für Pauli. Dankeschön. Bleibt bitte noch bis zum Ende des Oberlausitz-Liedes, weil uns nämlich dann der Björn Ehrlich erzählt, wie viel wir heute auf diesem Marktplatz sind. Und los geht's, meine Lieben. Die ersten Regentropfen fallen schon, wie immer, mit einem kleinen Intro.
so schön, so schön und angenehm. Dies gehört mein Herz nur dir. Und letztes Wort, schönen Dank auch an unseren professionellen Zähler. Es waren heute 465 Teilnehmer. Und wenn ich an die nächste Woche denke mit Paul Brandenburg und Lutz Mennel, vielleicht werden wir die doppelte Zahl erreichen. Dankeschön, guten Hausweg.